Das ist tragisch für die. Ne, dann machen wir noch einen davon. So, dann haben wir jeweils drei Kavallerie und drei Infanterie. Ungarn, das ist sehr gut, dass hier das Ding fertig ist. Dann können wir bald anfangen, die geilen ungarischen Husare zu rekrutieren. Die kann man unendlich viele von haben. Von den ungarischen Füsilieren maximal 10. Das gleiche gilt auch später dann für die ungarischen Grenadiere. Ja. Landschützen, die kommen extra aus Tirol. Miliz müsste ja eigentlich auch mal ausbilden. Warte mal. Irgendeinem kann man immer was verkaufen. Vor allem die Protektoraten, das ist immer gut. Bayern ist in der Regel technologisch irgendwann sehr, sehr stark und steht den meisten Großmächten dann noch in nichts nach. Also, okay, dann lassen wir es bleiben. Dann, gut. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und ja, weiter geht's. Der schafft es aber weit. So. Die Baden-Württemberger rüsten auf. Oh ja, seht ihr schon hier kräftig. Das ist gut. Und die rüsten auch hier die Garnisonen auf. Dann können sie sogar Jäger ausbilden und leichte Infanterie. Also die Truppen von denen sind richtig gut teilweise, von den kleinen Nationen. Und hier haben wir jetzt nur eine Armee. Warte mal. Ah, das ist irgendwie nicht sein Metier. Das, merke ich schon. Venedig, alles klar, das ist gut. Direkt hin. So. Die anderen werden derweil immer noch so ein bisschen aufgerüstet. Und wir haben die erste klassische Universität, die nicht nur hier vor Ort die Forschung verbessert, sondern auch global. Tada. Und, ja. Vielleicht kann man das ja auch tauschen. Das ist drauf 4, das sind alle, dann lassen wir es so. Und Logistik ist auch ganz, ganz wichtig. Das muss dann bald danach kommen. Plus 5 Bewegungsreichweite, aber vor allem plus 2 auf Verstärkungsrate in den Regionen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und, ja. Mit dem restlichen Geld, was wir haben, würde ich jetzt mal sagen, bauen wir hier erstmal ein bisschen Miliz. Und wir bauen überall die Straßen aus. Im ganzen Reich. Damit unsere Truppen dann schneller vorankommen. Ups. Hier haben wir schon. Wir haben sogar schon das nächste. Hier kommt noch ein Steueramt hin. Und dann müssen wir jetzt noch Geld dafür haben. Dafür. Die. Ah, ist sowieso Sachsen, okay. Tirol haben wir jetzt noch nicht. Venedig noch nicht. Und Mailand noch nicht. Das, ist nicht schlimm. Ach was, Blödsinn. Das machen wir nächste Runde einfach. So dringend ist das auch nicht. Gut. Und wenn die hier noch das und das bekommen, dann haben wir fast eine volle Armee. Ist doch gut. Dann schaffen wir es auch hier, die Platz zu machen. Und dann ist jetzt die Armee vom Kirchenstaat auch so groß, dass die Bürger nicht mehr eingreifen, sondern dann können wir direkt drauf auf die Stadt. Weil dann sowieso keine Bürger existiert, weil es dann stärkere, regulärere Truppen sind. So. Nicht wahr? Ja. Ach, da sind Landesschützen. Alles klar, ab der zweiten Stufe. Okay. So, Italien handelt mit unseren Gegnern. Das finde ich ja nicht nett. Bayern. Ah, rüstet kräftig auf. Sehr schön. Dann können wir nämlich bald neue Dinge verkaufen. Auch das ist wichtig. Manufaktur. Und hier Geheimgesellschaft. Ja, die Bayern rüsten auf. Wird ein starker Verbündeter. Auch hier Sachsen baut kräftig. Das finde ich sehr schön. Gut. Und weiter geht's. Ups.
Tada, noch mehr Geld. Mal sehen, was es gleich bringt. Der ist auch drin und der segelt auch weiter. Sehr schön. Dann will ich gleich mal gucken. Wir fallen eine Handelsroute, das ist gar nicht nett. Oh, von so einem kleinen Schiff, dann bringt das aber auch nicht so viel. Was bringt uns das denn? Die Gewürze bringen uns 620 Goldstücke. Oh, das ist auch reichlich, das ist gut. Ja. Ein neuer General ist verfügbar, Heinrich von Villegarde. Mal sehen, ist der gut? Oh ja. Oh, der ist gut. Der ist gut. Und nochmal reichlich Truppen. So, dann sollten wir jetzt mit diesen Einheiten... ...doch gut vorankommen. Eben vereinen. Und dann schicke ich dich schon mal hier Richtung Süden. Ja. Zwei Runden. Und ansonsten haben wir im Sarajevo einen Markt und in Österreich die besseren Einheiten. Und dann können wir jetzt schon mal das große Arsenal bauen für die Haubitzen. Machen wir auch. Und hier mehr ungarische Husaren. Meine Lieblingseinheit. Zusammen mit den nahkämpfenden Grenadieren bei Österreich. Ja, das wächst und wächst hier. Das ist richtig gut. Ich gucke mir mal das an, die Armee der Verbündeten. Was ist denn hier? Jean Rignier? Nein, nein, nein. Wir gehen mal hier rein und infiltrieren mal unsere Verbündeten. Nein! Ha, so scheiße! Oh, Mist. Oh, jetzt ist natürlich Spionage minus 20. Ja, gut. Ich wollte halt gucken. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ach du Scheiße. Na gut, vielleicht kriegen wir einen, wir müssen einen Ersatzmann kriegen irgendwann. So, die Russen. Ah, das ist ja nett von euch, dass ihr hier euch hier hinstellt. Dann können wir nämlich rausgehen. Und jetzt ist die Frage, machen wir zuerst Griechenland oder zuerst Walachei? Ich würde sagen, wir gehen zuerst nach Griechenland. Hier ist ein bisschen soft, aber das können wir ganz schnell beheben, indem wir die Steuern einfach abschaffen. Und dann haben wir noch ein bisschen Geld. Davon können wir noch ein paar Straßen bauen. Ja, komm, die letzte schaffe ich auch irgendwie. Irgendeinen gibt es immer. Hier, Arbeitsteilung. Sehr schön. Bratwurst. Na gut, ihr seid verbündet, also 300. Ach, ja, gut. So. Prestige. Ja, gut, Militär ist, es ist Blödsinn, aber muss auch nicht unbedingt so hoch sein. Wir sind eh die Mächtigsten. Das muss ich mir nicht von den Prestige-Sparten da bestätigen lassen. So. Und weiter geht's. So. Sizilien baut auch eine Werft, oder was das hier sein soll. Ja, meistens bauen sie eine Werft. Sardinien baut manchmal einen Handelshafen. Die bauen jetzt eine Werft. Voranbringen der Restauration. Das hat 2000 Goldstücke gebracht. Sehr schön. Weil ich nämlich, was erforscht habe, die Armutsgesetze. Außerdem Volkszählung. Sehr schön. So, Salzburg, das dauert viel zu lange. Du machst jetzt die. Du machst... Ja, doch, dann kannst du das machen, würde ich sagen. Ja, aber das wird sonst zu lange dauern. Hm, gut. Das Ökonomie ist auch nicht so extrem wichtig. Weil das ist wichtig, vor allem für die Verstärkungsrate. 2% klingt wenig, ist aber eine Menge. Adria und Balkan. So, was bringt das? 320, okay. Noch ein Handelsschiff. Da, du kommst auch auf die Gewürzecke hier. Und du auch. Und dann ist auch gut. So, Balkan. Vielleicht kommen wir jetzt schon wieder. Ja, jetzt können wir noch ein basteln hier und dann sind sie dann auch zufrieden. Und ja, die Russen sind ein Wettlauf mit uns. Wir müssen aufpassen, dass die jetzt nicht hier uns Griechenland wegschnappen. Noch reichlich Moneten übrig. Davon könnte man mal irgendwie...
Was machen wir denn mit dem schönen Geld? Die Franzosen rüsten sich scheinbar zum Angriff. Sonst würde ja auch Napoleon nicht stehen. Und die anderen schwächeren Armeen auch nicht. Das ist schon mal gut. Gericht könnte man mal bauen, damit wir hier forschungstechnisch weiterkommen. Und ja, da wird fleißig ausgebildet. Mehreren.